So, ich würde sagen, die Verwandlung kann beginnen. Ja, genau, also mit Drag Queen 2008 ist jetzt schon ganze 2 Jahre her. Wie war's? Es war ein sehr, sehr aufregendes Jahr, es war ein sehr strenges Jahr. Es ist viel passiert. Mit 16 habe ich mich geoutet, gewusst habe ich es eigentlich mit 13. Es gibt Sachen, die ziehe ich wirklich nicht an, und zwar alles, was ins Nuttige reingeht. Ich würde sagen, ich gehe mich jetzt erstmal umziehen. Da dürft ihr leider nicht rein, weil das ist immer noch ein Geheimnis, wie es unter den Kleidern ausschaut. Darf ich jetzt was an? Ich habe gerade gemerkt, ich habe ein bisschen zu viel abgenommen in letzter Zeit. Ist jetzt halt leider so. Kann ich jetzt nichts dran ändern, aber ich hoffe, euch gefällt mein Outfit trotzdem. Nie tun würde ich ein Porno drehen. Die Augen machen mir weh, wenn ich sehe, wie andere Drag Queens sich keine Mühe machen, eine wirkliche Drag Queen zu sein. Drag Queen zu sein ist ein sehr, sehr teures Hobby. Mein Stil ist einfach immer der, etwas luxuriöser zu sein. Und daher gebe ich dann doch schon mal zwischen 3.000 und 6.000, 7.000 Franken aus. Pro Monat. Das ist einer meiner liebsten Sklaven. Er kennt mich, mein Körper, recht gut. Er ist auch einer der wenigen, der immer und überall mit dabei sein darf. Mhm. Mir auch sehr, sehr viel immer geholfen hat. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe nie so ein Dankeschön gesagt. Merkt euch das Gesicht.